Das Kapitel Bab al-Muraqaba, was hier übersetzt worden ist als die Beaufsichtigung oder so ähnlich, damit ist gemeint, damit ist eines der zwei Variationen oder Varianten des Al-Ihsan gemeint. Der Ihsan, welcher gleich in dem Hadith erwähnt wird, in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, an ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Dass du Allah Ta'ala dienst, als ob du ihn sehen würdest. Das ist eine Variante des Ihsan. Dann gibt es noch eine zweite Variante. Wenn man diese nicht erfüllen kann, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ. Wenn du ihn nicht sehen kannst, so sieht er dich. Und die Muraqaba ist das zweite hier. Und zwar, die Muraqaba ist die zweite Variante des Ihsan hier. Und zwar, dass man Allah Ta'ala so dient, als mit dem Bewusstsein darüber, dass er dich sehen kann. Das ist die Al-Muraqaba. Und dann hat er hier dazu einige Verse erwähnt, die mit dem Wissen Allah Ta'ala zu tun haben. Denn die Al-Muraqaba, also das Bewusstsein über die Präsenz Allah Ta'alas, die wird ja gespeist aus dem Wissen um das Wissen Allah Ta'alas. Deswegen hat er hier einige Verse des Wissens angeführt. Und auch die Reihenfolge ist sehr interessant, denn er hat das Kapitel der Muraqaba nach dem Sidq erwähnt, nach dem Kapitel des Sidq. Das heißt, die Muraqaba keimt aus dem As-Sidq. Die Muraqaba keimt aus dem Sidq. Sie entsteht daraus, ist die Ursache dafür. Er hat dann den Vers hier genannt, den ersten Vers, in dem Allah Ta'ala sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Der dich sieht, wenn du stehst, aufstehst, also zum Gebet. وتقلبك في الساجدين. Wie hat er das übersetzt? Und wie du dich bewegst unter denen, die sich niederwerfen. طيب. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in dem Hadith von Ubadah ibn Samit, er sagte, أفضل الإيمان أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Er sagte, der vortrefflichste Iman, der beste Iman, das ist, dass du weißt, dass Allah Ta'ala mit dir ist, wo immer du auch bist. Das ist der Ihsan und das ist die Muraqaba.